Ich will sie nutzen. Moin moin, und so sind wir zurück. Ja, Plisch hat hier schon angefangen zu reden. Sind jetzt in der Domäne Warby, hier am Markt, Dreieck oder wie das heißt. Dann... Marktruin. Marktruin. Ach Gott. Wolle Hydra. Kommen wir wahrscheinlich dran vorbei. Nein, jetzt bin ich im Kampf. Ach. Einfach immer ja, aufsitzen, spam. Oder hat die Hydra dich getroffen? Die Hydra hat mich einmal getroffen. Ja. Aufsitzen, spam. Na, na. Hey, wenn die Hydra dich getroffen hat, ist rum. Ja. Seid echt ein Schatz. Sascha auch. Schauen wir mal, kriegen wir die Hydra down? Autsch. Autsch, autsch. Okay, ich gehe gleich drauf an den ganzen Blitzen und Co. Da ist auch noch Kleinzeug dabei, ey. Ja, autsch, jetzt liege ich sogar, bin besiegt. Gut, ich muss sowieso wieder nochmal neu reisen. Nee. Wir warten mal ein Stück weiter oben auf euch. Ja, mach das. Ah, dass sie da auch gerade laufen muss. Boah! Ja. Ja, Frechheit. Hase, ne? Hase, Hase. So. Aufsitzen bitte, aufsitzen bitte, aufsitzen bitte, aufsitzen bitte. So, ich glaube, ich bin gleich bei euch. So. Und ich glaube, da kommt auch Sascha. Der ist schon vor uns. Sascha ist schon vor uns, ah, ja. Okay, irgendwer war hinter uns. Oh, so. Ah, Torres. Wir müssen jetzt eintreffen. Mit etwas Glück befindet sich das Schwert bis zum Sonnenuntergang sicher in unserem Besitz. Zwei vereint. Okay, so. Er ist hier vor Schraun Nere. Oh, das ist eine Truhe. Da kann man sich sie holen. Der Wüste. Das Schwert ja. Balthasar. Wir brauchen es im Kampf gegen runtergefallen. Und die Zeit drängt. Ist das ein selbstständig denkender Golem? Das ist ein asurischer Wissenschaftler. Wir haben es eilig. Hab sie. Wir haben wirklich keine Zeit. Me too. Entschuldigt, entschuldigt. Nun. Wenn ihr hinter dem Schwert her seid, habt ihr Glück. Ich habe gerade fertig aufgezeichnet, wo es sich befindet. Seht her. Dem Muster nach hat Balthasar hier gestanden. Und er war natürlich Rechtshänder. Hielt das Schwert also in einem anderen Winkel. Und wie die Kristallformationen andeuten, kam Krakatoritz-Sturm aus dieser Richtung. Und da hält sich doch gerade... Also genau. Achso, muss ich sie auch ansprechen? Dann sollte das Schwert theoretisch irgendwo hingelandet sein. Wir haben ein paar Späher ausgeschickt, um das Gebiet zu durchsuchen. Und okay. Ihr seid sicher, dass das stimmt? Die Mathematik lügt nie. Das tut sie in der Tat nicht. Ich bitte euch nur um eine Sache. Wenn ihr das Schwert nicht mehr braucht, spendet es der Abtei zu Forschungszwecken. Wird schwer. Nicht. Wisst ihr was? Klar doch, wir tun unser Bestes. So. Also, bei mir ist jetzt die lebendige Geschichte, sucht die, sucht die berechnete Landezone in die Wasser. Okay. Ja. Dann musst du vielleicht auch ansprechen, Sascha. Ah, okay. Ja, hab ich gerade gemacht, ja, ja. Ja. Alle aus dem Gespräch raus.
Ja. Also ich schon. Jetzt. Ja. Jetzt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Winterpass wahrscheinlich, ja? Winterpass, ja. Aus. Ich poste auch mal. Also die von Torres gepostete, die habe ich noch nicht. Ach, der Seele. Nee, habe ich auch noch nicht. Story, ja. Ja, für einige das erste Mal die Story. Kleine Nele. So, alle da? Ja, ja, alles in Ordnung. Gut. Ja, hier rechts rum, oder? Yep. Ja. Oh, dieses Wetter hier. Furchtbar. Autsch. Ja. Ich fühle mich verwundbar. War der abgestiegen? Nee. Nicht absichtlich abgestiegen. Zeit, echten Schaden anzurichten. Irgendwo müssen wir jetzt hier suchen. Seht nach den verbundenen Abteilmitgliedern. Okay. Rechts irgendwie. Schmerz für Schmerz. Ach, da können uns wahrscheinlich sogar richtig der. Auf Wind hochtragen. Ja. Ganz speziell auf. Aufwind. Ist jetzt mal. Witzigerweise hat mich hier ein Lauf vor dem Typen abgesetzt. Scheiße, ich wurde erwischt. Bitte. Ja, ich auch. Komm, lass hier diesen gebrandmarkten Menschen da irgendwie wegkillen. Ich höre überhaupt nichts. Ja? Ich bin direkt in so ein Tal jetzt hier. Ja, ich nehme mal hier. Meins, alles meins. Sollen wir einfach kurz warten? Ja. Ich muss erst hier den Freak hier killen. Das kann ich dich nicht retten. Oder sollen wir euch was helfen? Ah, bin da. Alles gut. Okay. Danke. Gehen wir mal mit dem Springer da hoch, oder? Hüpf. Ich wollte gerade sagen, lass deine neuen Freunde aber gleich da hinten, die dich gerade. Wer ist hier unten noch? Ah, Torres. Okay. Kommst du klar? Ich bin auch noch hier unten. Dann komm mal hier hoch, Stefan. Ja, da wird Pop gleich ein spielen. Portal für euch gemacht. Da, danke. So bin ich. Da war noch eine Truhe, die habe ich auch mitgenommen. Ja, war klar. Und Petril. Nee. So, dann sind wir alle hier, dann spreche ich mal an. Ja. Das Schwert geht ihm hinterher! Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht einmal mehr. Da haben wir das Schwert Balthasar muss gerade noch aus okay, dem Sand gezogen. Genau dort, wo Nereth sagte, dass es sein würde.
Und dann plötzlich wurde alles schwarz. Bin mit einer blutigen Schulter aufgewacht. Und ohne Schwert. Das war dieser Heckenschütze. Heckenschütze? Kam aus dem Nichts. Hat uns erwischt, ehe wir wussten, wie uns geschah. Er war wie ein Geist. Ein Schatten. Habt ihr gesehen, wo er hingegangen ist? Er ging nach Südosten. Zur Festung. Südosten. Verstanden. Nichts ist je einfach, nicht wahr? Oh, echt? Gut. So, wo ist das? Ach, da. Okay. Ja, dann. Ach so, oder lieber. Ja, mal den Rochen. Südosten ist grob hier. Es ist kurz davor. Ja, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, sagte ich. Mit euren blöden Strahlen und. Och Gott! Grr. So. Werden wir auch schon. Ah, Instanz. So. Alle da. Okay, bin da. Dann. Ach, Schütze. Wartet, Kommandeur. Sascha lädt noch. Da. Jo, gut, dann wachsamen Schütze. Hallo. F. Ich kann drücke F. Fuck. Ich weiß ja nicht, ob euch aufpassen, aber ich würde dieses Gebiet an eurer Stelle nicht betreten. Ein Scharfschütze hat das alles hier im Griff. Ganz allein? Wer ist der Kerl? Der Kerl ist eine Sie und sie macht uns schwer zu schaffen. Hat das ganze Gebiet mit Giftgas geflutet, sich ein perfektes Plätzchen gesucht. Eine Art Priesterin, glaube ich, scheint wenig Lust auf freundliches Geplauder zu haben. In dem Fall liefere ich moralische Unterstützung. Von hier draußen aus, außer Sichtweite. Torres hat doch geschrieben, dich vom Scharfschützen treffen lassen. Ja, gibt einen Erfolg. Ist aber ein bisschen schwierig. Rennt ihr mal vor. Ja, ich probier's mal. Hier. Wenn ihr hier seid, um sein Schwert zu beanspruchen, geht wieder. Also man hat hier halt diese Dinger, um sich hinter zu verstecken. Ja, und toxisches Gift. Das ist das Problem. Ja. Wartet. Das Gesicht kenne ich. Ihr seid die Heldin von Amnun. Oh gut. Vielleicht können wir das machen. Ich glaube, ich wurde getroffen. Diejenige, die meinen Gott getötet hat. Oh. Wie stolz ihr sein müsst. Ihr bezwingt Götter, bezwingt Drachen, posaunt euer Heldentum heraus. Um welchen Preis auch immer. So, warte ich mal gleich mal kurze Heilung. Die das gekostet hat. Kollateralschäden. So, ob er auf ein Leben kommt. Kurze Tage gibt kommt man nichts an. Um die Gefallenen zu betrauern. Sechs Tage. Dann schmieden wir ihre Waffen um und kehren in den Kampf zurück. Wer wurde getroffen? Wurdest du getroffen? Ja, hat mich umgehauen. Und die Reaktion kommt tatsächlich bei dir nichts an, das ist ja... Erkannte ich mein Schicksal. Oh oh. Ich werde beenden, was er anfing. Ich werde den Drachen töten. So, ich bin jetzt hier beim Aufgang. Mit Torres. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass jene Götter, die noch zuhören, mir seine Mörderin in die Hände spielen würden. Vor meinen Kugeln könnt ihr euch verbergen. Sehenswürdigkeit. Boah, ich wurde getroffen, also mein Ding ist weg. Wartet. Weniger als 8 Minuten. Kommt mir bekannt vor. Kenne ich euch? Ihr wisst nichts über mich oder meine Priesterschaft.
Die Familie, die ihr zerstört habt. Da unten, jetzt. Jetzt kommt es wieder hoch. Unverwundbar. Und weg ist er. Na, jetzt nee, wieder jetzt da. Wieder. Die Stärke des Todes. Ihr denkt, ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt, weil alle euch eine Heldin nennen. Halt! Lass mich doch! Wo ist er jetzt? Gegenüber. Weg, genau. Ah. Okay, also probieren hier runterzukommen. Nachdem ihr ihn erledigt hattet, haben die Leute gefeiert. Und oh, abgeschafft. So viel Angst, um den Mund aufzumachen und zu sagen, alles klar, ich bin down. Ui. Ich habe ihn anders in Erinnerung. Mein Dings war wieso weg? Ich mein auch. Ich wurde wieso schon wieder getroffen. Ich bin eh down. Zwischen. Ich bin down unten. Ja. Ich richte mich noch wieder hoch. Alter. Down. Das ist auch ganz gemein, man hat auf einmal auf der Seite ja nichts mehr. Jetzt ist Torres da. Hat auf dem Hinweg so schön geklappt. Aber da kriegt man auch nicht wirklich jemanden hochgeretzt oder so. Nee. Ohne, du bist schneller tot als... Ja, schade. Jetzt ist bei mir das Ding auch weg, ey. Außen bleiben wir. Ja, ihr könnt doch vom Kontrollpunkt aus neu starten, oder nicht? Nö. Nee. So. Weil Tor wahrscheinlich noch lebt. Erst tot sein. Ja, dann kann ich jetzt auch sterben, ja. Oder aber Torres ich bin nach einem Schuss tot. Warum seid ihr nach einem Schuss tot? Nee, es waren zwei Schüsse. Auch zwei, ja. Zwei Schüsse, ja. Ui, das... Ja, und Verwundbarkeit fällt da rein. Und wir sind neben der Scharfschützen groß geworden. Cool. Ja. Die Stärke des Todes. Mich bekommt ihr nicht so leicht klein. Ihr nicht. Der Normalteam. Wo kennen wir die denn? Ich weiß gerade nicht. Bestimmt wieder ab. Ja, ist ja schon weg. Ja. Okay, da hinten jetzt. Oh. Die Übungshöfe waren leer. Ach du Scheiße. Oh, die schießt schon wieder, ey. Ja, natürlich. Und jetzt sind hier auch noch, ich wanderte über alle Höhen. Gebrannten Markte. Die Echos kamen unbeantwortet zurück. Ich bin völlig allein. Ihr hattet ihn ausgelöscht. Die Leute haben bereits alles vergessen, was er war. Was wir waren. Wen hab ich ausgelöscht? Aber das ist ja nicht verkehrt, weil die kann ja nur immer ihn ins Target nehmen. Die schießt die Dinger aber auch noch kaputt. Diese Holzdinger. Holzsachen, ja, wollte ich gerade sagen. Ich verlasse mich gerade auf diese Holzsachen. Jetzt wird uns die Welt nur für das Schlimmste in Erinnerung behalten, das er jemals getan hat. Danke. Willkommen. Versteht ihr denn nicht? Was sie geopfert haben, wurde durch euch bedeutungslos. Ach, schon wieder down hier durch diese Scheiß. Giftkacke. Ja, ich bin auch tot. Greifst du gleich mal an, dann sollte das gleich aufhören. Ich gebe das Einzige, was mir von ihm geblieben ist, nicht her. Ich bin schneller als jetzt ein Centaur. Nee. Oh. Was war die denn? Eine Minute. Ich habe aber heute ein Clown-Frühstück, wa? Boah, schon wieder Clown, oh Gott, Mann. Wie schwer macht ihr allen das? Heute im Lauf. Jetzt ist aber verreckt. Okay. Ja, jetzt aber auch beeilen, weil wir haben doch nicht mehr so lange. Schneller als eine rasende Kugel. Okay, hat gereicht. So viel dazu. Heute im Laufe des Tages hat Ela in der Gilde gefragt,
wie er denn am besten den Wächter spielt. Ne? Dann habe ich den geschrieben, konnte echt nicht. Na, günstigerweise mit Maus und Tastatur. Ich habe die Dinge nur ins Rollen gebracht. Ich habe so viel Zeit damit verbracht. Ja, Wächter gibt es verschiedene. Jetzt drauf an, was man spielen will. Bin ich einfach nur müde. Ja. Mein Kampf ist vorbei. Ich bin bereit, meine Familie wiederzusehen. Macht schon! Ach, wir können nur Gnade zeigen. Ich würde dir gerne die Kehle durchschneiden. Ihr seid es. Ihr wart in der Vision. Euer Kampf ist noch nicht vorbei. Noch nicht. Wovon redet ihr? Ich kann euren Gott nicht zurückbringen. Aber ich biete euch eine Chance, zum Abschluss zu bringen, was er begonnen hat. Ich arbeite an einer Möglichkeit, Kalkatorik zu erledigen, ohne seine Magie zu beeinträchtigen. Helft mir dabei. Bitte. Jeder andere würde mich einfach ausschalten und das Schwert nehmen. Jeder andere hätte dir getötet. Komm, ich mach's. Und ich habe einen besseren Weg gesehen. Wir schmieden die Waffen der Toten um, damit ihre Stärke an andere weitergegeben wird. Also, ich gebe euch sein Schwert. Meine Hilfe allerdings. Wir werden sehen. Werdet ihr mir verraten, wer ihr seid? Ich bin Saphira. Und ihr seid anders, als ich erwartet hatte. So, erober das Schwert. Flop. Meldet euch bei Blish. So, das braucht jetzt wieder. Hallo, Kuckuck, bin hier. Hey, Blishy. Bruder. Ey, Kubane, Batterie alle. Akku leer, hä? Bisschen buggy, wa? Ja, irgendwie schon, ja. Ich geh nochmal Ausgang. Hier hat er das letzte Mal gezündet. Ich war schon in Sorge, ihr würdet nicht unversehrt herauskommen. Und das Schwert habt ihr auch. Ja, aber es erscheint mir so leblos. Inaktiv. Das hatte ich befürchtet. Um Kalkatoriks Aufmerksamkeit zu erregen, müsste man es sozusagen aktivieren. Und wie aktivieren wir es? Mit Magie. Mit kraftvoller Magie. Zum Glück werden wir auf allen Seiten von einem mächtigen Brandsturm umtost, wenn man das Schwert da hineintrüge. Nein. Nächste Idee. Lasst mich ausreden. Ihr müsstet euch den Brandsturmblitzen doch nur 7, maximal 8 Sekunden lang aussetzen. Blish? Wie ihr wünscht. Ich habe schon einen Plan B. Er hat mit eurem großen Wiedergängerfreund zu tun. Ridlock? Ihr meint, wir könnten so Hotin verwenden? Genau. Timmy soll ihn kontaktieren. Wir treffen uns in der Sonnenzuflucht. Dann regeln wir die Sache mit dem Schwert. Und nur damit ihr es wisst, wenn das schief geht, verwenden wir definitiv die Blitze. Was soll er das machen? Er ist der viel bessere Blitzableiter. Noch ein Ding für mich. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.